Zwei Stars. Zwei Stars auf jeden Fall. Wir haben weitere Spuren gefunden, die zu einem Wolf passen. Doch sind die nicht übermäßig groß, deshalb lässt nichts darauf schließen, dass ein Wolf von gigantischer Größe durch den Wald streift. Der Kölner Dom wurde ursprünglich gebaut, um die Reliquien der drei heiligen Könige, die als Kriegsbeute von Kaiser Friedrich I. Barbarossa nach der Plünderung von Mailand 1164 zurückgebracht wurden, zu beherbergen. Diese Reliquien sind von höchster religiöser Bedeutung und zogen Pilger aus der gesamten christlichen Welt an, so wie es auch heute noch der Fall ist. Barbarossa schenkte Bischof Reinhard von Dassel die Reliquien. Als sie sich in Köln befanden, zogen die Reliquien permanent viele Pilger in die Stadt, die später dank dieses Besucherstroms florierte. Das Viertel sanieren, 12 Dieme ausschalten, eine Karte und Zeichenmaterial kaufen. So, wir sind hier. No. Die Spuren führen in die Richtung Wald. Hier in die Richtung? Okay, hier ist unsers. Okay, da haben wir schon mal ein paar ausgeschaltet. Was haben wir denn hier? Die Werkstatt. Okay, hier haben wir Steinbruch. Hier kriegen wir noch ein bisschen Holz. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier können wir schon mal einmal ausbauen. Haben wir wieder Diebe bei uns? Okay, ich sehe gerade keine. Boah, 50 Holz. Okay, wir müssen kräftig Holz sammeln. Das geht nicht anders. So, die Straße da hinten machen wir auch schon mal. So. Noch. Okay, gerade haben wir keine Diebe hier. Wie die sich aber auch immer ranschleichen, ne? Die Blöden. So, da oben ist noch eine Straße kaputt. So, das Viertel sanieren. So, Diebe sehe ich jetzt gerade schon. So, das müssen jetzt alle gewesen sein. Alle Diebe. So, jetzt brauchen wir noch eine Karte. Okay, we need ein Holz. Holz. Boah, das ist gar nicht mal so einfach, sich darauf irgendwie zu konzentrieren. Und wir kriegen wieder keine drei Sterne, weil wir es wieder nicht schaffen. So, mindestens das haben wir uns jetzt schon mal geholt. Das müssen wir noch das andere haben. Da ist gerade der dritte Stern erloschen. Back to work. Schon wieder Diebe. Ich habe gedacht, wir haben den jetzt mal den Garn ausgemacht. So. Ach, wir können das schon holen. Da-da-da! Bada-bum!
Naja, 2 Sterne, damit gebe ich mich zufrieden. Wir haben alle Gegenstände, die mein Bruder wollte. Begeben wir uns zum Wald und klären wir diese Geschichte auf. Ja, das wollen wir doch mal machen, ne? Sorry, dass ich wieder so wenig sag, aber was will ich auch immer sagen? Da ist ein Dieb und da und da und da. Das ist irgendwie, also bei solchen Spielen ist es echt schwer zu kommentieren. Die meisten Märchen der Gebrüder Grimm wurden bei einfachen Leuten des Volkes gesammelt. Dorfbewohner, Bauern, Handwerker, Dienerinnen. Die Volksgeschichten mündlich überlieferten. Geschichten, die Wilhelm Grimm so beschrieb. Eine Sache, die die Menschen auf diverse und immer wieder erneuerte Art und Weise verzaubert, gelehrt und bewegt hat. 11 Jäger zurückdrängen, alle Löcher wieder stopfen, 2 Indizien finden. Okay. Go! Wissen wir mehr über diese Geschichte mit dem Wolf? Ja, ich kenne die und du. Wie es aussieht, ist diese Geschichte unbegründet. Dennoch hat sie einige Probleme verursacht. Die Dorfbewohner hetzen ihre Jäger nun hinter allen Wölfen her. Wir müssen sie daran hindern, irreparable Schäden zu verursachen. Halten wir sie davon ab, all diese Tiere anzugreifen. So. Wir müssen uns jetzt erstmal hier freischaufeln, damit wir hier irgendwie an was drankommen. Work finished. Piece of cake. Done. Construction complete. Work finished. Hallo. Back to work. Done. Dann machen wir hier schön alles frei. Construction complete. More work. So ist einer schneller als der andere. Construction complete. Das kapiere ich irgendwie nicht so ganz. Done. More work finished. Naja. Da sind wieder Fußspuren. Work finished. Construction complete. Fine. So, und du machst jetzt hier hinten. So, Haus des Apothekers. Construction complete. Dann müssen wir gleich die Jäger zurückdrängen. Work finished. Done. Du hast einen Korb gefunden. Juhu. Back to work. Nee, ja, egal. Die rennen beide aneinander vorbei. Egal, Hauptsache, wir können boah, guck mal, wir müssen das jetzt eigentlich schon lange geschafft haben. Wie soll das denn gehen? So. So, einer kann sich jetzt hier mal bitte drum kümmern. So, was brauchen wir hier? Wir haben nix, ne? Doch, ein Steinbruch, dann machen wir hier eine Bank. Die ganzen Straßen reparieren. Und wo sind hier jetzt die Jäger? Das hier muss doch auch alles irgendwie Sinn machen. Oder denke ich das einfach? Habe ich gerade einfach nur. Back to work. Nee, das ist kein Jäger hier. Construction complete. More work. Ah, das sind dann die Jäger. Also wir müssen das hier machen. Ob uns das jetzt hier irgendwie passt oder nicht. So. Ich hoffe, dahinter verbirgt sich jetzt irgendwie keiner. Alles klar. Und wir kriegen wieder keine 3 Stars. So. Dann einmal da hinten hin. Dann haben wir hier oben noch eine Straße.
kann er dann gleich im Anschluss machen, aber er ist schneller fertig. Ihn schicken wir dann. So, dann müssen wir eigentlich alle Straßen soweit haben. Da verbirgte sich jetzt kein Jäger dahinter, dann können die ja nur noch hier sein. Ja. Konnte ja nicht mehr anders sein, gell? Du bist ein guter Beobachter. Du hast alle Indizien in solch einem dichten Wald gefunden. Herzlichen Glühstrumpf. Dankeschön. Der neunte und letzte bekannte Dombaumeister, also Voltra, Rode, Gerda und Svenja, während der Bauarbeiten des Kölner Doms im Mittelalter war Johann Kühne van Frankenberg. Das Bauprojekt wurde hauptsächlich aufgrund fehlender Finanzierungsmittel fallen gelassen und van Frankenberg geriet in Vergessenheit. Die Reformation reduzierte die Anzahl der Pilgerreisen und führte zu einem stark zurückgehenden Ablasshandel. Außerdem ließ das öffentliche Interesse am Kölner Dom langsam nach, weil sein architektonischer Stil aus der Mode kam. Wird ja immer teuer hier. Je mehr Zeit vergeht, desto eher zweifle ich daran, dass irgendjemand angegriffen wurde. Die Wölfe, die wir in dieser Gegend gesehen haben, sind sehr zutraulich. In der Tat, ja, wir müssen denen Essen geben. So. More work. Was haben wir alles? Wir haben eine Bank, wir haben einen Steinbruch, wir haben eine Werkstatt. Das heißt, wir bräuchten noch einen Bauernhof, das machen wir mal. Aber wir müssen ja irgendwie die Tierchen füttern und einer kann hier Holz hacken. Ich kann mir vorstellen, dass die Wölfe viel kriegen. So, Straßen sind alle gut bisher. Okay, jetzt muss ich mal gucken. 20 behauene Steine liefern. Säulen können wir schon mal liefern. Du hackst hier weiter. Was ist jetzt? Der kann nicht raus, weil hier. Der kann nicht raus, weil wegen. Ja. Kann ich die nicht ernähren? Wieso kann ich die nicht ernähren? Wo haben wir denn noch einen Jäger? Back to work. Wo haben wir denn hier noch Jäger, dass die... dass ich die nicht, Hä? Die Jäger sind alle geflohen. Mein Bruder hat den Weg freigegeben. Ah. Back to work.
Okay, ich dachte gerade nämlich schon. Das kann aber irgendwie nicht, nicht sein. Piece of cake. It's all for you. Done. Well done. Piece of cake. Dann werde ich nur hoffen, dass wir es noch schaffen, weil ich konnte das ja früher oder vorher gar nicht machen dann. Very good job. No problem. Wisst ihr, wie ich das meine? Guck mal auf die Zeit. Das ist ein bisschen knappisch hier. Wow. Das ist aber ganz knappisch gewesen. Wie jetzt? Mir wurden drei angezeigt. Mhm.